dann fangen wir jetzt einfach mal an mit der Aufnahme auch noch so. Livestreamst du nicht? Läuft alles. Doch, das auch noch. Ich mache alles heute wieder. Ja, warum haben wir für das aufnehmen und. Und jetzt als Begrüßung direkt der Absturz. Ah, was? Das, du bist ein guter, kompetenter Pilot. Boah, ist und das fliegt direkt hoch und damit könnt ihr ohne Probleme droppen, hoffe ich dann. Oder was meinst du, Dark? Beim Planet ist direkt A, also wenn du da bist, dann kann man runterspringen und ja. Also ist die Galaxie dann scheiße. Ist das Spawn liegen? Alles klar. Aber du kannst es am Leben halten, wenn du willst. Ne, wegen Spawn-Möglichkeit. Also wer bleibt bei welcher Max, welcher Inchi? Drahtzieher? Den hab ich als Inchi. Theoretisch haben wir ein Gruppensystem und das reicht jetzt nicht jeder einzeln. Ja. Einzeln, weil das bringt doch nicht so viel. Okay. Egal, jeder. Was, was? Okay, gut. Hui. Weil alle sterben. Das reicht, das passt. Seid, wenn ich euch sag raus, dann meine ich auch raus. Sonst springt ihr immer zu spät. Oh. So, auf zu A. Ah, ich hab nicht. Hier ist noch die fette Galaxy. Können wir gleich. Wer geht jetzt wohin? Ich hab hier Munition für dich. Moment. C4, okay. Ja, so, das Biolab nehmen wir gleich wieder ein. Irgendwie ja, ein Spion so. Hier drin. Und noch vielleicht was anderes. Ja. Irgendwo steht noch so oben auf dem Dach ist einer. Ding. Ich würde schon kräftig begrüßen. Jo, ne Grenade! Egal. So, keiner steht ganz unten. Da stehen wir nicht. Da wird keiner supportet. Kann ich hier eben. Und so weiter hoch. So, jetzt habe ich hier. Da ist eine Max. Genau. Hier ist auch eine Max. Wir haben jetzt zwei Räume. Die Gruppe bei Crazy Quiz steht. Wo ist Crazy Quiz? Leute, ne, bei einer Treppe. Jumbo, nicht runter, hoch. Ja, ich hab schon gehört. Jumbo. Muss mal gucken, ob da einer kommt. Wenn nicht, hat jemand eine Pistole. So, die Gruppe von Crazy Quiz 1 bis 6 ist hier beim A-Punkt. Die Gruppe 7 bis 12 ist hier in den zweiten Raum neben dem A-Punkt. Hat jemand eine Pistole mit Sensor-Pfeilen? Ja. Nee, verdammt, ich hab Feuerwerk mit. Ja, man muss Prioritäten setzen, ne? Kannst du ein bisschen schießen, dann kommen vielleicht ein paar Leute. Ja. Theoretisch, die sind 24 bis 48, MK sollte das schaffen. Atemzeit ist hier. Oh. Oh ja. Theoretisch. Frag mich an die Gitarre, das funktioniert. Okay. Ja, ist noch einmal dieser Spion draußen, ne? Wenn es realistisch wäre mit den Slugs, weil dann müssten ja theoretisch 4 fette Patronen rauskommen. Auf jeder Seite. Ach, das ist jetzt so ähnlicher. Oh, da ist auch noch Charlie angetroffen. Ja. Haben wir Randoms dabei? Willkommen. Danke. Hey, hier Jumbo, geh doch ein bisschen zurück. Wenn jemand kommt, dann laufen die Treppe hoch, dann können wir sie schön wegholen. Ja, ich bin dann, sobald ich jemanden sehe, gehe ich auch hoch. Eben. Aber wenn okay. Keine... Also bis jetzt steht der bloß im Spion und guckt mich blöd an. Sonst schrecken wir hier gleich alle ab. Die Alpha Galaxy ist zur Hälfte schon down. Glocken Jumbo, du kommst hoch. Ja, machen wir schon einer da oder was? Alpha ist weg. Nee, du stehst hier oben bei den Raum, damit hier oben keiner hochkommt. Und dann drücken vom Dach aus. Terrasse an, ja. Wir decken das hier. Nee. Achtung, Max-Einheiten, Max-Einheiten, Max-Einheiten. Oh, vom Dach, Jungs. Komm, es kommen. Und von der Treppe. Max-Einheit ist weg. Aber ich brauche auch das zweite sein. Drittlein ist zu weit weg. Sie kommen mit Granaten, Vorsicht, Vorsicht. Wo sind meine Ingenieure? Super. Geh einmal ganz kurz hier mit dir durch. Mal, mir fehlt es auch. Okay. Der Schütz geht wieder hoch. Ich brauche Ingenieur. Nummer 12. Auf dem Dach ist noch eine Max. Ist da oben. Ich höre sie. Die kommt jetzt gleich runter. Danke. Da ist aber noch mehr, ich würde jetzt ein bisschen aufpassen, da gibt es auch bestimmt ein paar C4-Werfer da oben. So, Dark, die, diese Seite oder diese die andere Seite? A-Punkt. Vorsicht, Granate, zurück! What the... Irgendwie ein bisschen... Ich dachte, wir haben zwei... Ich brauche hier Hilfe. Okay. Also nochmal, für die, die sich studiert haben. 1 bis 6 ist beim A-Punkt, 7 bis 12 ist hier hinten, da wo die vier Schilder sind von Sanitäter. Von hinten kommen sie. Boah, geh mal zurück, zurück. Der zweite Raum. Zu der Tür. Perfekt.
Oh, da ist ein Max hinter uns, Vorgamer. Wir haben direkt, glaube ich, über uns gebracht. Hey Leute, die Tür Max ist down auf dem Dach. Oh, da ist Spawn Beacon. Vorsicht! Scheiße. Ich hab wieder da ganz toll. Bin down auf dem Dach. What the von hinten? Weil einfach nee, kommen wieder nur auf einer Seite rüber. Campen, wegen, weil sich wieder killgeil. Ich kann bloß auf einer Seite gucken. Ich bin down beim A-Punkt. Ich bin ebenfalls down, Leute. An der Tür. Ich auch. Ah. Ich lieg oben auf dem Dach. Batken, wir sind überrannt. Es sind zu viele, ja. Ich habe auch mich gar nicht mehr nach hinten. Wenn mal wenigstens alle richtig bei ihren Plätzen geblieben wären, aber ich war einfach alleine bei der einen Seite. Ja, da war ich und hab die andere Seite Richtung Dach gedeckt und den Eingang, wo es MG stand. Ja, das war ja auch gut, aber wir hatten eigentlich, ja, wir hatten einfach keinen Ingenieur da. Am besten, so, dass das Handy direkt aufmacht. Entschuldigung, wir müssen uns gar nicht, ey. Wir müssen uns jetzt nicht ins Hemd machen, hier war gerade über, also jetzt haben wir 80-20, vorher war es noch mehr. Also 96 plus. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, dass wir da abgekackt haben. Wir können eigentlich ins Biolabor gehen. Hört mich ja auch nicht so überrannt. Wir hätten es einfach länger aushalten können, wenn es... Ja, aber das ist ja aber paar Sekunden bloß bei der Menge. Ich habe 6 Kills gemacht, wo war's hier? Ich habe 4 oder 5, glaube ich, also. Ich hab gar keine. Entweder ist der Schildstände kaputt oder die hören mich da oben nicht so. Was machen wir? Gehen wir ins Biolabor? Ja. Das sagen die anderen als Jumbo, das kriegt man angesagt. Stelle würde ich sagen, herzlich willkommen zu dem heutigen Ops. Wir haben wieder einen Alarm auf Esamir, den wir uns heute gesetzt haben zu gewinnen. Ich gucke gerade mal auf die Map, wo wir hingehen, und es sieht so aus, als ob die Verstärkung unten bei Isa's Southern Camp benötigen. Aber nein, Biolab. Okay Leute, ich will alle im Biolab haben. Wir brauchen Maxes und Infis, möglichst viele Shotgun. Ja, so Jungs, keiner rennt raus, machen wir gleich einen gemeinsamen Busch sicherlich, dafür gehe ich jetzt raus. Hey Chris, bleib mal kurz stehen. Reden die eigentlich wir mal kurz überhaupt miteinander? Sehen. Ich weiß nicht, bei mir hört keiner, irgendwie keiner. So Leute, sammelt euch ja, bitte. Weil Sven hat gerade eine Ansage gemacht. Ich will nur einen Versuch, ich will einen Max-Crush machen, also zieht möglichst viele Maxes. Oder ich schmeiß erstmal Granaten in den ersten Raum da drüben rein. So, wir bleiben bei der Ausgangsklassen, alle anderen können lange Granaten schmeißen. Ich schmeiß noch eine Granate, dann wechsle ich. Oh Leute. Oh Gott, ist hier viel los. Da ist alles Max-Einheiten. Sag ich mal, ein bisschen durcheinander gerade. Da kannst du mich mal hochziehen. Wo denn? Wenn du jetzt in der Wand gehst ins Spawnraum, ich bin da direkt in der Nähe, weil du dran kommst. Hier sind 4 Wände. Ja, die Außenwand. Ja. Also quasi der Rücken. Egal. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht, wo du bist. Ja, klar, okay, 18. Ich euch jetzt alle bei mir haben hier in dem Gate, wo ich stehe. Wir werden versuchen, außen rum. So alle zu den gelben Sternen und zu den grünen Sternen. Wir sind beide die gleichen. Und schnell genug sind. Und wenn nicht reparieren müsst mit den paar Inches, die dabei sind. Ich möchte, dass ihr alle mir hinterher rennt auf meinem Befehl. Ja, wo bist du? Also, Gruppe 2 hat keinen Max mehr. Okay, wir laufen los in 3, 2, 1, komm an, push. Und Lappen gehen hinterher. Max ist vor. So Lappen Gamer ist das Problem. Man sieht einfach nichts. Komplett außen rum. Das war... Alter, wie heftig ist das? KTV ist doch ein paar zu groß. Ja. Die sind halt bloß mit Max-Einheiten da. Ich lieg vorhin ins Spawnraum, falls jemand dran kommt. Wieder geheilt. Also auf 10. Oh fuck. Oh, mein eigener, danke. Jumbo, ich bin hinter dir. Vorlauf, nicht zurück. So. Ich hab extra den Raketenwerfer drauf, um die Max-Einheiten runterzuräumen. Da, den Affen da oben, mal gucken, ob ich den krieg. Oh, also mein Ding ist jetzt... Okay Leute, hoch auf den B-Punkt. Versucht den B-Punkt noch zu kriegen, wenn ihr es schafft. Alter, die haben aber auch so viele Maxes einfach. Jumbo, ich bin down, gell? Oh, abgesperrt. Das sind alles für mit Max-Einheiten. Ist noch einer hinter mir? Okay, nein. Guter Versuch, aber die wollen eindeutig wieder. Mehr wie wir. Nee, die hier kommt noch her, kommt her. Wir haben da ganz schön aufgeräumt und ich freue mich eine, aber... Sie verlieren A und C. Habe ich noch jemanden? Ja, klar. Jo. Hinter uns. Neue Formation. Ich bin noch hinter dir. Jetzt nicht mehr. Campen, Verteidigung, was ist?
Ja, das Problem ist... So, wir haben einen Platoon-Wegpunkt, wir werden da alle Stationen verteidigen, da sieht es wesentlich besser aus zu verteidigen. Dark, irgendwie ist es... Ihr sagt die Befehle doppelt an. Sagt die Pistole ist da. Also Sven und du. Ne. Nee, du Sven redet, du redest es gleich nochmal. Das ist ein bisschen verwirrend gerade, sorry, wenn ich das jetzt noch zwischenrein. Also er sagt jetzt hier komplett an, oder wie? Ne, wir hören ihn. Also ich zumindest. Ich höre es nicht. Ich höre ihn zumindest. Okay. Also ich höre Sven und dich. Also du sagst, Sven sagt es und dann sagst es du. Am besten gehen wir über den Balkon bei A rein und nachdem wir A-Punkt gesaved haben, werden wir auf den Sanderer gehen. Ja, das sieht gut aus. Also habt ihr das jetzt von Sven gehört? Aber was für ein Balkon? Ja, hier ist ja nix. Diese Terrasse da. Achso, rechts. Danke. Borgamer, ich bin hinter dir. Wir denken mal hier. Bleib da an der Treppe. Ach, warum kommen immer bei mir die Max-Einheiten, ey? Sorry. Wow. Hinter mir! Oh, nein, schön, das technische Problem haben wir auch nach 20 Sekunden, 20 Minuten gelöst. Ei! Dark hielt da draußen vor der Haustür. Ah, ne, schon nicht lachen. Danke. Da ist noch so leicht von die Garage haben sicherlich ein Sanderer. Die waren uns zurückpushen, den ja Sanderer befindet sich höchstwahrscheinlich auf dem Platoon-Wegpunkt. Ja. Würde ich vermuten. War gespannt. Nee, und nicht so weit vor, nicht so weit vorrennen. Ich bin schon wieder down. Oh, ich habe jetzt die Spot-Dinger mit. Gut. So, der Sandra brennt. Na dann, komm ich. Aha. Ups, sorry. Schön. Gib doch bitte Neo auf, ich hab noch so sind gekillt mit der Granate. So, da vorne sind ein paar Panzer mir, ich mach das scheiß Autogeschütz nur. Da hinten ist noch ein Sandra, Leute. Aua. Oh, jetzt fährt der über die Panzer. Danke, Neo. Gegnerischen Sanderer auf dem zweiten Platoon-Wegpunkt. Die haben das Spawnleucht aufgestellt. Ja, jetzt machen wir erstmal auf den anderen Sanderer platt. Ah, da ist mir echt schlecht. Ja. Nee, ich nicht. Outfeeder, du spielst deine Täter. Alles klar, schon dabei. Dankeschön, Lappengamer King. Bitte, bitte. Was jetzt? Das hat Munition keinen... liegt hier, Wargamer. Weiter hier, irgendwo. Boah, gerade mich hat er raus. Da oben ist ein Spawn-Beacon, ja? Kommt da jemand hin? Wir brauchen eine leichte Einheit. Jumbo? Ich bin leider schwerer, aber ich kann eine holen, oder? Ich komme da auch als Max. Ah, dann... Ich komme nicht. Futo, kommt da hoch? Nein. 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 Definitiv nicht. Eventuell von der anderen Seite, warte mal. Aber für... Ja. Ja, über die Spitzen drüber. Oh, also das sieht nicht gut aus. Okay, wir müssen rüber und Manny Satellite verteidigen. Also wird ein Sandra geholt oder wie sieht's aus? Das sagt der schlechte Lappen. Oder hat er das nicht schon gesagt? Nein. Ach, jetzt hat er nicht gesagt, ich sehe nicht durch das System. Dann verliere ich auch. Theoretisch haben wir jetzt Wegpunkte da oben. Ich glaube, wir müssen da oben verteidigen. Ja. Dann verteidigen die Base. Also verlegen. Da werden wir nur Sanitäter und schweren Angriffseinheiten benutzen. Ressourcen sparen. Jetzt, wo ich endlich wieder welche habe. Heißt, die Ingenieure nehmen alle bitte noch schwere Angriffseinheit. Die Sanitäter bleiben. Jawohl. Oh, jetzt haben sie sich alle verliebt. Keine Maxes. Was sollen die dann anstelle sie nehmen? Ihr nehmt schwere. Maxenheiten schwere, Ingenieure schwere und Sanitäter bleiben. Ich glaube, wir kommen da nicht raus. Ich bin da gleich verreckt als Maxeinheit. Er geht oben aufs Dach. Moin, moin. Also, auf der Seite würde ich nicht rausgehen. Wenn ihr rauskommt, nicht rechts, sondern lieber links beim Fahrzeugterminal.
Geht direkt auf den Spawnraum und den Dach, da habt ihr bessere Chancen. Was die Hölle, Alter. Kriegst du nur auf die Fresse hier. Ja, okay, ich versuch links raus. Die Scout Drone weg. Ich hol mal die Max-Einheit da drüben. Alter, was ist das für ein dummer Vollidiot? Der hat mit seinem Sammler vor und zurück. Wo ist denn eigentlich Bravo, wenn ich mal fragen darf? Ja, welche Probleme? Ihr kommt links, jetzt ist es zu spät. Links wird ihr rausgekommen, rechts ist scheiße. Da verreckt ihr bloß. Gut. Ja, okay, bei Many Towers sehen unsere Chancen noch ein bisschen besser aus. Es ist ein 50-50 Kampf, das heißt, wenn wir mit zwei Squads rüberziehen, sollten wir es schaffen können. So, jetzt sammeln wir uns alle ins Raum. Wir gehen von oben runter. Der Überraschungseffekt bei der Station, ne? Kennt ja eh jeder. Nein. Wieder Maxis. Nur schwerer und Sunny. Gut. Und wir treffen uns ins Spawnraum hier oben und nicht ganz unten. Beziehungsweise ganz oben. Und nicht ganz unten. Kommt hier hoch, Jungs, ganz oben. Ja. Ich bin schon auf dem Helipad und schieß mal ein bisschen. Oh Flug, Gott, ja? Ist der dumm. Oh, so, alle da. Jetzt hoch. Mann, was macht der denn hier? Der setzt sich bei einer freundlichen Basis ein. Jungs, alle nach oben. Oh, scheiße. Oh, wo sind die schon wieder hin? Oh, jetzt ist aber knapp, jetzt müssen wir runter. Wir warten noch auf HSC, theoretisch. Oh. Ab. Ah, ist ja, einfach runterspringen, euer Schild ist maximal weg. Liebes weg. Keine Ahnung. Ja, ich bin ganz weg gleich. Danke Sven, Chris. Alle anderen werden hoffentlich wieder belebt, ganz oben liegen noch ein paar Leichen. Okay, wir können runter, ist safe. Oh, ich bin hier ja, mal noch aus Max. Ich wurde überrollt. Es muss ich. Vorsicht, stopp! Na, das kann ich auch so. Gut, jetzt müssen wir bloß noch das Dach irgendwie sichern. So, wir haben Sandra beim Publikpunkt, der ist da eingesetzt. Ich geh aufs Dach. Nein! Ich liege an der Treppe zum Dach. Ja. Da muss noch irgendwo hinten auch ein Sandra sein. Danke. Vorsicht, da kommen ganz viele. Kann mich einer wiederholen. Ja, gemessert. Vorsicht, aufpassen. Sandy lebt noch. Kann mich einer wiederbeleben. Auf einen kleinen Balkon. Crazy Chris war gerade dort. Mist, ich bin auch wieder down. Jawoll. Markus auf dem Dach dann. Ja, auf dem Dach. Auf dem Dach liege ich wieder. Bei dir in der Nähe. Ah, da. Ja, ich hab gerade auch wieder überlebt. Ja, ich hab's gesehen. Okay, der Gegner ist Sandra, befindet sich auf dem Platoon-Wegpunkt. Er ist da unten, ich hab ihn gekillt. Wow. Und Lightning lebt noch. Falls auch Raketen leer sind, hier in jede Menge Munitionspakete. Danke. Das habe ich ganz oben reingelegt. Bei den Grünen oben. Na, jetzt lege ich unten. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das Feinde sind noch ganz offen. Oh, der ist schon wieder verrückt, ey. Oh, der ist alles von hier oben. Das war keine gute Idee. Ich kam da hinten ein Sunrun. Wo denn? Da, wo ich gerade tot rumlieg, das heißt hinter euch. Da links. Da wo der Lightning ist, im ich würde sogar Osten. Den, ja. Wenn du zum Biolabor bist, guckst dann links. Ja genau, super. Da ja. Genau, ja. So, also wenn Truppelpunkt da war noch ein feindliches andere. Da könnt ihr ein Euro gehen. Du schießt mich schon. Andere. Und außerdem haben wir einen auf der Straße, der gerade direkt auf den Ammo Tower zufährt. Okay, der ist down. Ja, der macht das wahrscheinlich nicht lange mit.